Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute mal was ganz was Kleines. Ein kleines Küchenexperiment. Und zwar habe ich in diesem Internet gelesen, dass man angeblich Reis kochen kann in der Mikrowelle. Deswegen habe ich hier jetzt mal eine Portion Jasminreis vorbereitet mit der angegebenen Menge, wie es auf der Packung steht, Wasser, die doppelte Menge Wasser. Ein bisschen Salz habe ich rein. Und jetzt geht's ab in die Mikrowelle. In dem Artikel, den ich gelesen habe, stand 15 Minuten für zwei Portionen. Ich weiß jetzt nicht genau, nachdem das nur eine Portion ist, machen wir jetzt einfach mal 10 Minuten. Halt, Stopp, Mikrowelle bedienen können, ist auch eine coole Geschichte. So, 10 Minuten und wir gucken mal, was passiert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ganz kurzer Zwischenstand, es sind jetzt 7 Minuten 30 vorbei und wir gucken mal rein und sehen, es hat sich was getan. Tatsächlich unser Reis gart, oh Wunder. Ich rühre mal ein bisschen um. Ich würde jetzt mal sagen, das ist eher noch so was für meine Kinder von der Konsistenz her. Aber auf jeden Fall hat sich was getan und weiter geht's. 10 Minuten sind vorbei. Wir gucken noch mal. Und stellen fest, okay, die Flüssigkeit ist weitgehend draußen. Natürlich ist der Reis am äußeren Rand etwas fester als in der Mitte. Und natürlich ist es nicht so toll wie im Reiskocher. Aber es ist auch nicht ganz verkehrt und es geht auf jeden Fall doppelt so schnell wie im Reiskocher. Und ich würde sagen, ich gebe dem jetzt, dem Ganzen hier nochmal eine Minute. Und dann denke ich, ist es auch schon okay.